Again, talking about the Muslim Brotherhood, why in Germany you tolerate that the ruling party is called the Christian Democratic Party? Das sollte uns eigentlich eher optimistisch stimmen, dass es eine Menge Frauen gibt, die dafür einstehen und die sagen, also mein Glauben und meine Freiheit lassen sich gut miteinander vereinbaren. Auch wenn es vielleicht für die ein oder andere deutsche Feministin nicht so offensichtlich ist, wie das geht. Aber ich finde, das ist sekundär. Ich denke, dass in der Betrachtung der Muslimbrüder eine Menge Stereotypen vorherrschen, dass die Wahrnehmung islamischer und islamistischer Parteien sehr überlagert ist von Al-Qaida, also die Angst vom bärtigen Mann, das ist klar. Dagegen muss man sich wehren. Ansonsten bin ich froh, dass, ich glaube, May hat das auch gesagt, sozusagen nach dem Motto, man kann sich ja wohl kaum wünschen, dass kulturkonservative Frauenfeinde an die Macht kommen. Stimmt, das sehe ich auch so. Ich glaube aber, dass wir überhaupt im Moment nicht an dem Punkt sind, darüber zu reden. Also es wird zumindest in den deutschen Medien überhaupt gar nicht ganz wenig nur über die Programmatik gesprochen. Es wird mehr über die Ängste gesprochen, die der Westen mit bestimmten politischen Formen verbindet. Und die sind manchmal berechtigt, manchmal nicht. Aber was halt immer passiert, ist, dass alles in einen großen Topf kommt, also von Khomeini über Al-Qaida bis zu Dschihadisten, Salafisten und den Brüdern, und das ist natürlich falsch. So. Und mit der Differenzierung wird es aber auch kompliziert, Prognosen zu machen. Also die Muslimbrüder sind in Ägypten so unterdrückt gewesen, dass ich es schwierig finde zu sagen, was aus ihnen wird, wenn sie die Bedingungen haben, sich mal, also die internen Spaltungen und Streitigkeiten, die es gibt, auszutragen. Es gibt einen intensiven Generationenkonflikt zwischen der Führungsspitze, die kulturkonservativ ist und auch reaktionär. Also ich würde sozusagen, politisch habe ich mit denen keine Gemeinsamkeiten. Aber ich muss anerkennen, dass das eine wichtige politische Kraft ist. Und ich denke auch, dass die Auseinandersetzung über Fragen von Kulturkonservatismus auch tendenziell eben in Ägypten geführt werden müssen und nicht so sehr von hier aus. Ich denke, wir haben hier unsere eigenen Debatten. Also wir müssen uns gegen Nazis, gegen Rassismus und andere Anfechtungen zur Wehr setzen. Und das müssen wir hier in unseren Diskursen machen. Und so, finde ich, muss es auch da sein. I think, as Celia said, that the Muslim Brotherhood is an organization, and maybe the members of this organization will be totally different from their leadership. And this really, we felt that in Tahrir Square. Like, hundreds of thousands of people there. Some of them belong to the Muslim Brotherhood, but they act totally different. We also had a stereotype thinking about them, but when we met, we worked together, there were a lot of women belonging to the Muslim Brotherhood staying the night in the square, singing famous songs of Sheikh Imam, who was a socialist singer. This is the Muslim Brotherhood is a bit complicated phenomena. It's a complicated thing. They now say that they call for civil state, which is not contradicting with religion or with religion background. They say, they use a word, marja'iyya, islamiyya, which means like sort of like with Islamic background or authority also of the religion, but not a pure theocratic state. This is what they say. Here I have a leaflet by the Muslim Brothers. It was given to millions of people who were celebrating last Friday in Tahrir Square. And they say that the Egyptian people are who made the revolution, and we are part of it. We don't look for domination. We will not have
candidate for as a president. We will choose the president with you, but we will not have our own candidate from the Muslim Brotherhood. And then they are asking also about changing all of the anti-democratic laws. The Muslim Brotherhood organization is really consisting of different people, and it could be also divided through the movement of democratic changes. They might have better attitude and thinking about gender and women. This is what we felt there when their women really fought with everyone in very also interesting way. In the last years, the Muslim Brothers had their own agendas, but also they were used by the regime. They were used as a sort of medicine with side effects. So they used it under control. They arrested them systematically, but they used them to occupy the space which should be occupied by radical movements, radical socialists or asking for social justice. They used this conservative power to occupy the place which should be occupied by radical socialist or democratic parties for a while. And they had the advantage that me, if I belong to a political party, I'm not allowed to go to the streets to talk to people. I'm not allowed to do this. I will be arrested if I go and give such leaflet in the street before. And they had the advantage that they can go to mosque. Like in every street, there are mosques, which people pray together. In a mosque, I can talk about socialism, but I can talk about religion. And this is a religious group. You got what I mean? I mean, they had the facilities, natural facility, using the mosques to organize people. Also, they founded a lot of organizations of like welfare associations trying to help the poor people or to make the medical clinics or so. And in general, it's still a problem. I'm against theocratic state, and I'm afraid that the Muslim Brotherhood will say now that they are for civil state, but after a while, they will change their mind, and they will turn to be more conservative and turn towards the theocratic state. But anyway, it doesn't mean that we will be blackmailed forever by the threat of Muslim Brotherhood. I mean, so we should sacrifice everything and our future, because if we have democracy, it will bring the Muslim Brotherhood. I don't believe in that. Like, we have to try to have real democratic change, and we shouldn't be afraid that the end will be that they will take the power. My own estimation that this is a national part of the Egyptian movement. They really did a lot through the last uprising, and we should respect that. And I estimate that if there will be real and fair election, they will get something like 20% of the parliament. Not more than that. And I'm sure that the other, we have Copts, we have 10 million Christians in Egypt. If they go to vote, you know, they will push through a secular system. I mean, imagine like you have 10 million people. I mean, maybe the electoral power of it, maybe 3 million or 4 million, they can choose secular candidates, okay? And also part of the Egyptian society for the secular candidates. And this is my own estimation, that if there will be fair election, if there will be a chance for the civil, secular groups to work, they will not win. You talk about election made in 6 months, which will lead to this. I don't believe, because also they said that next election, they will not have candidates everywhere. They want to participate. They maybe will have like 50% of the parliament as candidates, and they leave the other 50% for other movements. And they did that before. I mean, they did that before. They understand that it will not work this way, and they have their own agenda, but I think they believe that they will do it next stage, not this stage. They might do it next stage, and I think they believe they want to do it in a peaceful way, in a democratic way. Maybe this is their hope, like to be elected through a real fair election. And okay, if they are elected by the people,
So why be against that? I mean, okay, you give them the chance to try. I mean, I don't know, like if people need this, why should be against it? And they are also should show some interest in social justice and so. I don't support Muslim Brotherhood, but it's very complicated question, and I don't want to judge it only the stereotypical way that they are the fundamentalists, they should go to hell. This is not the question. Also weiter zur Frage der Moslembrüderschaft. Also die Moslembrüderschaft ist eine Organisation, aber es ist ja auch klar, dass sich da die Basis sehr nachdrücklich von der Führung unterscheiden kann. Das ist uns ganz stark aufgefallen, als wir eben im Tahrirplatz zusammensaßen. Da waren auch sehr viele Leute von der Moslembrüderschaft und auch wir hatten natürlich Vorurteile gegenüber den Leuten von der Brüderschaft, aber es war sehr interessant, ganz konkret saßen da auch mit uns auf dem Platz extrem viele Frauen von der Bruderschaft, die haben da geschlafen, die haben mit uns zusammen gesungen, die haben auch Songs eines berühmten sozialistischen Sängers gesungen. Also auch wir haben auf dem Tahrirplatz gemerkt, dass diese Organisation deutlich komplizierter ist, dass die Moslembrüderschaft im Allgemeinen ein kompliziertes Phänomen ist. Die Position, die Sie jetzt haben, ist, dass Sie nach einem bürgerlichen Staat rufen. Das ist Ihre Forderung, also nicht einem theokratischen Gottesstaat, aber nach einem bürgerlichen Staat, der sozusagen, das ist ein bisschen vage, die Übersetzung, der eine islamische Basis oder einen islamischen Hintergrund in irgendeiner Form hat. Also was jetzt da genau die Übersetzung ist, ist vermutlich schwer zu sagen. Aber es geht nicht, also Sie rufen zumindest nicht nach einem theokratischen Gottesstaat. Ich zitiere jetzt mal aus einem Flyer, aus dem Flugblatt der Moslembrüderschaft, das auf dem Platz verteilt wurde. Sie sehen sich, Sie definieren sich in diesem Flyer selbst als Teil des Volkes, Teil des populären Kampfes. Dass Sie sagen auch, dass Sie nicht die absolute Herrschaft anstreben und auch in den Präsidentschaftswahlen keinen Kandidaten der Moslembrüderschaft aufstellen werden. Und Sie verlangen weiterhin auch die Abschaffung der antidemokratischen Gesetze. In der Moslembrüderschaft, ich habe schon gesagt, die Moslembrüderschaft ist ein kompliziertes Phänomen und es ist auch klar, dass es in der Moslembrüderschaft, das wurde ja auch schon angesprochen, verschiedene Fraktionen gibt und verschiedene Tendenzen. Und es ist auch offensichtlich, dass das durch die revolutionäre Bewegung selbst verstärkt wird, also dass diese verschiedenen Fraktionen nochmal klarer deutlich werden. Zum Beispiel hat sich im Kampf selbst auch die Rolle und die Bedeutung von Frauen in der Moslembrüderschaft geändert, durch die aktive Rolle, die eben im Kampf gespielt haben. Die Moslembrüderschaft hatte immer eine eigene Agenda schon lange, aber sie wurde auch vom Regime benutzt. Und zwar wurden sie dahingehend benutzt, dass sie den Platz, den Raum okkupierten, den unter anderen Umständen linke, progressive, demokratische Bewegungen hätten okkupieren sollen, wo die hätten agieren sollen. Also sie wurden auch so ein ganz klein bisschen vom Regime da manipuliert. Der Vorteil, den sie historisch gegenüber anderen, sagen wir mal, linken Organisationen hatten, dass wenn ich Hassan jetzt zum Beispiel, also ich konnte nicht einfach auf die Straße gehen und mit Leuten über Parteien und Organisierungen reden und denen Flugblätter verteilen. Und das war verboten. Aber die Moslembrüderschaft konnte das in den Moscheen tun. Also in jeder Straße gibt es Moscheen und da hatten die sozusagen eine natürliche Organisierungsbasis, die anderen demokratischen linken Organisationen fehlte. Darüber hinaus haben sie viele Sozialhilfeinstitutionen eingerichtet, Kliniken etc. etc. Im Moment wird also noch kein theokratischer Staat von denen gefordert. Es kann sein, dass sie eventuell mal ihre Position ändern. Aber ich glaube nicht, dass wir uns von dieser Gefahr, die Gefahr besteht, aber davon sollten wir uns eigentlich nicht erpressen lassen. Wir wollen Demokratie haben und wenn diese Demokratie bedeutet, dass dann die Moslembrüder sich zur Wahl stellen können, dann ist das eben so. Ich glaube selbst nicht, dass wenn es faire Wahlen jetzt geben, faire Freiwahlen geben würde, dass die Moslembrüderschaft viel mehr als 20% der Stimmen abkriegen würde. Es gibt zum Beispiel auch 10 Millionen koptische Christen in Ägypten und wenn die alle zur Wahl gehen, dann werden wir keinen Theokraten, keinen Gottesstaat haben, sondern eher ein säkulares System.
Die Moslembruderschaft sagt auch, dass sie nicht überall Kandidaten aufstellen werden. Sie werden nur in 50% der Wahlbezirke Kandidatinnen und Kandidaten, also Kandidatinnen und Kandidaten, war das jetzt Political Correctness? Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen. Und das haben sie auch schon früher gemacht, das hat auch so funktioniert, also in anderen Wahlbezirken Raum für andere Organisationen da lassen. Und es kann sein, dass der nächste Schritt der Moslembruderschaft ein anderer sein wird. Also dass sie jetzt erstmal bestimmte Forderungen haben und dass sie diese Forderungen dann ändern werden. Vielleicht werden sie auch gewählt werden, vielleicht werden sie Mehrheiten erlangen, aber so ist es nun mal mit der Demokratie. Warum sollten wir dann dagegen sein? Also die reden auch viel, ich bin selbst kein Moslembruder, ich unterstütze die Moslembruderschaft nicht, aber wenn sie demokratisch gewählt werden, dann ist das halt so. I'm talking about the Muslim Brotherhood. Why in Germany you tolerate that the ruling party is called the Christian Democratic Party? And warum toleriert ihr es in Deutschland, dass eure herrschende Partei die christlich-demokratische Partei heißt? And you are afraid of a political movement called the Muslim Brotherhood? Because really they are Muslims, okay? I'm socialist Muslim. What's wrong? In Tahrir Square, like there was on TV someone talking about these bad people in Tahrir Square, they belong to the Muslim Brotherhood. They asked, why you think so? They are praying. I mean, you can. Naja, also warum habt ihr alle so Angst vor der Moslembruderschaft? Ja, das sind Moslems, aber ich bin auch Moslem, ich bin eben sozialistischer Moslem. Und auf dem Tahrir Square, da stand einer mit einer Fernsehkamera und sagte, schaut euch um, hier sind alle diese Moslembrüder. Und er fragte, warum glaubst du, dass das alles Moslembrüder sind? Ja, schau doch mal an, die beten. So, but I ask the Muslim Brotherhood to do something, I mean, to be aware that, okay, you try to get an advantage on us, okay? I'm socialist, I have a socialist party. Or I'm Nasserist, I have Nasserist party. But you say you have Islamist party. We are all Muslims. Why you get the advantage? I need your political agenda. I need your political view of developing of the country. I need a political program not breaching religion. I mean, when you say you are Muslim Brotherhood, so it implies that the other political groups are not Muslims. It's not true, okay? Why you use the religion, which is a very absolute fact, and it's belief, you know? You believe in things. Use it in politics, which is totally relative thing, which now what's good now, after 10 years, will be different. We will have new agenda, we have new political view. So when you mix like religion with politics, it's not good end. And even the moderate people amongst the Muslim Brotherhood, the very moderate, the very liberal, will end this way, that the more fundamentalist, the more fanatics will lead the group, not the liberal or the moderate people. So really, I'd like the Muslim Brotherhood to understand this. We need a political party. We need to know the exact views you have to develop the country, not talking about morals and religion. We all have good morals. We all good Muslims or Christians and so. So this is really, we have to separate between religion, which is an absolute belief or fact, with the relative political views. Also ich hätte mal eine direkte Frage an die Moslembruderschaft. Warum vermischt ihr eigentlich Religion und Politik so miteinander? Also wenn ich Sozialist bin oder Nasserist, dann brauche ich eine Partei, dann habe ich ein Programm, aber sozusagen, das ist eine Identität, aber ihr reklamiert durch den Namen Moslembruderschaft so eine Art sozusagen falschen Universalismus. Und genau, das funktioniert eben so, dass das Reklamieren der Identität als Muslim, als Muslime, obwohl aber eigentlich viele in Ägypten eben
Muslime sind. Es gibt natürlich moderate und liberale Kräfte in der Moslembrüderschaft, aber die werden am Ende nicht die Gruppe führen. Das werden die Radikalen sein. Und das ist sozusagen das Resultat der Vermischung von Religion und Politik. Und ich meine, wir müssen über politische Programme reden, nicht über Religion. Wir sollten nicht über absoluten Glauben reden, sondern über sozusagen relative politische Positionen und Programme. Gibt es eine besondere Rolle von Frauen? Also auch, ich hätte schon auch ein paar Verbesserungsvorschläge für hier, so ist es nicht. Und ich finde auch der Paternalismus und die Arroganz in einer bestimmten Diskussion unerträglich. Also ich finde einerseits die Frage gut zu fragen, was können wir jetzt tun, aber ich denke auch, es verbietet sich wirklich von selbst. Also jetzt so einen Schulterschluss zu machen, nachdem man auch jahrelang ganz gut damit leben konnte, dass Leute wie Mubarak, aber auch Gaddafi den Europäern die unerwünschte Migration vom Leib gehalten haben. Ne? Also das ist ja nochmal eine ganz andere Debatte. Zur Geschlechterfrage, also mein Eindruck war ja, also Frauen haben eine ganz wichtige Rolle darin gespielt, haben eine große Sichtbarkeit gehabt, haben auch eine sehr selbstverständliche Rolle darin gehabt. Und dann finde ich aber trotzdem, dass wir jetzt was erleben, was sozusagen mich als Feministin nicht überrascht, also ich bedauere das, aber es überrascht mich nicht. In den derzeitig diskutierten hochrangigen Gremien sind keine Frauen. So, und wir haben in Südafrika die Situation gehabt, dass Geschlechtergerechtigkeit Teil des Verfassungsprozesses war, im Irak nicht. Also die irakischen Frauen mussten hart dafür kämpfen, dass das Teil der Verfassung wird. Unsere eigene bundesdeutsche Geschichte ist genauso. Also sozusagen das Grundgesetz, also das haben wir einer Einzelnen zu verdanken, dass die Gleichberechtigung da ganz weit vorne drin steht. Und das ist natürlich leider sozusagen eine Erkenntnis wie jeder feministischen Geschichtsschreibung, dass es an dieser Stelle keine Selbstverständlichkeiten gibt und auch keine Garantien. Also das, was sich die Frauen und die Männer, die sie unterstützen, nicht erkämpfen, werden sie mit aller Wahrscheinlichkeit nicht geschenkt bekommen. Das ist so. Hier wieder.